Hallo Freunde, da sind wir wieder zurück bei Saints Row 4 und jetzt haben wir gerade 10 Minuten Pause gemacht seit der letzten Aufnahme. Es ist unglaublich, schon habe ich alles vergessen, was passiert ist. Wie heißt das Spiel nochmal? Das heißt Saints Row und wir sollen ein Virus hochladen. Ein Virus hochladen? Ach, du bist ja schon unterwegs. Ich muss kein Grippevirus, sondern, oder vielleicht doch? Ebola. Auf jeden Fall kriegen sie so große Köpfe davon. Erinnerst du dich noch an die Viren? Fliegst du denn jetzt hin? Wir sollen das hier machen. Ich fliege nicht, ich bleib nur so wegen die Quatsche, weil das ach schön so aussieht. Ach so, ja, ich folge dir doch. So, los geht's. Jetzt kommen wieder die Virenköpfe. Siehst du? Das ist immer so lustig. So, pass auf, dann mach ich mal diese Kanone. Huch! Baller die mit Telekinese weg. Telekinese. Ah, die cool, die kann man auch als. Ich wollte. Wo ist das? Ist natürlich auch extrem. Du musst den einfach am Schädel ballern. Den Genki-Typen hier. Das ist am besten bei dem. Easy. Bist du wieder Party am machen, oder ja, was? Ja, natürlich! Genki, Genki, Dubstep-Style! Dubstep-Style! Wow! Ich mach jetzt mal die Massenhinrichtung von Professor Genki. So! Ja, wohl nicht. Und ein Frühstück ich jetzt mal ganz kurz weg. Mr. Hanky, kennst du noch? Ja, klar! Die singende Kackwurst. Irgendwie ist hier ein Bug gerade. Was geht denn bei ihm? Sieht aber freundlich aus. Nichtsdestotrotz sieht er nett aus. Hallo. So, ach, ins Herz. Fasziniert. Man schießt ja immer gerne Fotos zwischendurch. Wo kommen die eigentlich alle her, diese Genkis? Weiß auch nicht, aber das frage ich mich bei dem Spiel sowieso nicht. Ich frage mich auch, wo kommen die Menschen her? Die kommen vom Respawn, das ist neu programmiert. Wir sind doch in einer virtuellen Welt auch im Spiel übergeben. Hast du recht, hast du recht. Aber die würde mich auch nicht wundern, wenn die in der normalen Version jetzt wären oder so. Aua. Kann ja wohl nicht angehen, kann ja wohl nicht angehen, kann ja wohl nicht angehen. Was break ist denn this, da baby. Nur los? Oh. Bones, Bones! Ey, wir müssen nur noch 14 von denen töten. Ja, dann machen wir das doch. Den jetzt zum Beispiel. Die Knarre, Alter. Nimm dir die richtige Knarre und dann einfach im Kopf. Die fallen reihenweise. Oh, was auch mal wieder schön ist, ist übrigens mit einem Penetrator vielleicht mal. Also bei denen ist echt zu empfehlen, einfach in den Kopf schießen. Ich glaube, das bringt am meisten. Warte! Juhu! Aua! Bam. Das ist ja eine Unverschämtheit. Patz! Komm schon nach, ja, endlich. So, ach, die sterben ja sowieso schon einfach so. Ja, deswegen. Du musst sie einfach nur einmal treffen. Das bringt überhaupt nichts, da so rumzudüsen. Ich glaube, mit Schießen bist du deutlich schneller dran. Was? Na gut. Hey, du kranker Bastard. Vertragen ja gar nichts. Nee, die verdrängen null. Mierte. Vor allem nicht, wenn du den Kopfschuss verpasst. Die haben natürlich auch eine große Kopfschuss-Range. So, ihr schafft. Der Baseballschläger. So. Ziel erreicht. Was müssen wir als nächstes machen? Initialisiere, das haben wir gerade gemacht. Hm. Na toll. Ist immer eine coole Clubmucke. Hey, hör auf damit. Was soll das? Weiß ich nicht. Hi! Ich will mir im Fuß schießen, der Unverschämte. So, sind wir wieder dabei, uns gegenseitig umzumölzen. Was? Macht mir ohne den Rumpel nur halb so viel Spaß. Ja, stimmt. Der sich immer so aufregt dann gleich. Ja, genau, der regt sich immer so schön auf. So, die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Wir beenden das Rennen. Folge mir. Ah, okay, ich folge dir einfach mal. Ach nee, schon wieder ein Rennen. Ach nee, Alter, wir werden ja so versagen. Die Rennen gingen bisher auch. Naja, naja, naja. Schnatz. Jagst du den gerade? Ja, mach ich. Komm, schnapp ich mal eben kurz. Lag gerade auf dem Weg. Den habe ich mal eben geholt. So, beende das Rennen und sehr gut. Zack. Koop-Aktivität starten, dann beenden wir das Rennen. Genau. Naja, zumindest fangen wir es erstmal an. Das Bild im Beenden steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Ach du Scheiße, ist wieder so eins. Oh nein. Ja, meine ich ja. Oh. Stopp, der Superschub. Hm. Hm, hm. Mach jetzt einen Superschuh erstmal durch die alte da durch. Bung. 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 Boah, Scheiße. Ich habe einen Superschubkugel vergessen. Hilf, ich renne. Oh Gott. Wo geht's denn lang? Ach, da. Da geht's lang. Oh nein, ich hab so verschissen, Alter. Wahnsinn. Was denn? War so schlecht gerade. Sag mal, mir kommt die Karte irgendwie bekannt vor, die auch. Hä? Bin ich nicht schon mal lang gelaufen? Ich weiß es nicht, aber ich bin auf jeden Fall wieder falsch gelaufen.
Nee, du bist ja bisher noch ganz gut am Rennen. Also bin ich schlechter dann. Du bist weit vor mir. Wir schaffen Gold, Junge. Wir können schaffen Gold. Das wird nicht passieren, Scheiße. Da hätte ich überhaupt nicht springen müssen, diese Scheiße, eine Stelle. Ja, ich auch nicht. Bist du vor mir? Kann das sein? Ah, ja, du bist genau vor mir und das war genau die eine Stelle, wo man nicht hätte springen müssen. Und jetzt hier hoch. Komm schon, schnell. Silber. Bin da. Sind wir hier am Ende? Ja, geschafft. Ah, super. Na, immerhin Silber, das ist ja das schon mal was. Das lief doch. Schwubbeldi-wubbeldi-wubbeldi-wubbeldi-wubbeldi. Die Chaoslauftage in Hannover, live hier bei Saints Row 4. Das war mega spannend. Naja, geht so. Gold hätten wir fast geschafft. Das war der schrille Wahnsinn. Das war echt schrill, Alter. Echt schrill. Alter, voll Knorke. Stabil, jo, stabil. Richtig frech. So. Chaoslauf haben wir gemacht. Was kriegen wir eigentlich dafür, dass wir die ganze Scheiße gerade machen von dem... Was haben wir von Sid eigentlich bekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Komm, wir machen jetzt mal Matt Miller, oder? Sollen wir ihn echt befreien? Oder sollen wir erstmal noch eine Nebenaufnahme? Komm, wir machen die noch. Die Nebenaufgaben machen wir noch durch, genau. Wir sollen uns nämlich nur noch mit Sid treffen. Okay. Sid. Ja. Ich folge dir einfach mal. Belohnung wartet auf uns. Eine Belohnung. Eine Saints-kontrollierte Nachbarschaft. Wir müssen übrigens alle Nachbarschaften nochmal irgendwie hinkriegen, dass wir von Saints kontrolliert werden. Wir sind eh voll die Freaks. Wir spielen das Spiel Hardcore. Huch. Ja? Alter, ich bin voll vorbeigelaufen. Du auch. Ich auch. Ich sehe. Hä? Bin ich aber auf dem Weg. Ach, Alter, man muss immer genau davor stehen, damit man eh drücken kann. Wir quatschen wieder gemeinsam an, ne? Ja, natürlich. Wir quatschen doch immer gemeinsam an. Super. Ach, hier. Der City ist ja da drinnen, ne? Der City. Hey, hier ist er doch. City of Jar. Hä? Wo denn? Die andere Richtung. Ach, genau, Mann, ey, ich gehe immer in die falsche Richtung. Mann. Vorne quasi um die Ecke links. Rechts. Eins. Warte. Oder jetzt willst du nochmal flirten? Nee, lieber nicht, ey. Ich hab immer auch schon in einer Folge von Sid einblasen lassen. Ja, du hast dich ausschlecken. Also jetzt. Nee, okay. Ich hab nur dazugeguckt. Das bin ja nicht ich, das ist ja Sarah. Nee, Quatsch, du hast ja selber. Ich bin ja die dritte. Du hast selber so ein Sid zu Hause. Also, ich spreche jetzt mit Sid. 1, 2, 3. You accomplished what I asked you to do, so here is your reward. Now, continue with this task, if you value doing everything you can in this world. Guess I don't have a choice. Telekinese-Element, Lebensraub. Sauge das digitale Leben aus allem, was du in den Finger bekommst und verleibe es dir ein. Tippe doppelt F2 an, um schnell zwischen Elementen zu wechseln oder ändere sie im Kräftemenü. Das ist der Hammer. Doppelt antippen. Die Musik ist auch der Hammer hier, oder? Diese Pornomusik, ne? Voll ekelhaft. Lieber Gronk. Ja. Kleines, züchtiges. Deine Elektro-Titte. So, warte, wir können jetzt Upgrades. Guck ich mal ganz kurz. Ach so, nicht Upgrades, sondern Kräfte. Telekinese-Upgrades. Guck mal, da liegt auch eine Peitsche von Sid. Ah, Telekinese-Spezialfahrzeuge. Dann können wir auch Flugzeuge aufheben. Wo hast du das gerade gemacht? Im Fähigkeitenmenü. Kräfte, ja. Wurfweite erhöhen brauchen wir nicht. Oh, Lebensraum. Die lädt schneller auf, das ist schon mal sehr gut. Aufladen 2 kann man schräg nehmen. Wahnsinn. Aufladen 2 habe ich sogar schon. Wurfweite nehme ich auch mal. Ich nehme alles mit, was geht. Wir haben so viele Datensammlungen dank dem Gronkh hier. Juhu. Sind sie doch mal zu was gut. Weiß ich gar nicht, ob das so toll ist, ne? Na, ich hab's mal genommen. Werden wir sehen. So, und Wurfweite 2 habe ich jetzt auch nochmal genommen. Hab ich auch ein Petto. Mhm. Ach, und die anderen kann ich. Supersprung, neue Upgrades. Supersprung, Luftsturm 3, Stürme 3x pro Luftsprung. Aber da reicht das nicht mehr mit den Datensammlungen leider. Oh, bei mir auch nicht. Upgrades, ansonsten, die sind schon extrem krass ausgerüstet. Ja, Bargeld, sammle ich nochmal ganz kurz ein. Genau, habe ich auch wieder verpeilt. 30.000, Alter. Oh, viel geil. Bargeld. Und wir müssen unbedingt mehr Leben hacken. Alter, ich hab 160.000. Ich hab 96.000. Wo nimmst du die ganze Kohle her? Wie komme ich zu dieser Ehre? Ist ja unfassbar. Das ist einfach so unglaublich. Überweisungsrate 2. Stündliche Überweisung von 1.000. Überweisungsrate. Geil. Nehme ich natürlich. Ja, sofort eingesteckt. Ja. Natürlich. Oh, Geld. So, das Hacken. Oh,
Heckenbelohnung nehme ich auch nochmal ganz kurz. Ja, komm. Weil wir eh noch so viele hacken müssen. Alter, wie teuer war das? Weiß ich nicht, aber ich habe nicht so viel Geld verloren bisher. Ich auch nicht. Es geht noch. Es hält sich in Grenzen. Nur die restlichen Boni will ich nicht. Taschendiebstahl habe ich nie gemacht. So, ich mach mal mäßige Verringerung. Hast du Taschendiebstahl gemacht? Ja, habe ich gemacht, aber nie benutzt. Du musst ja nur Leute anrempeln und kriegst angeblich Geld. Aber wenn das 12.000 wert ist, boah. Scheint ja gut funktioniert zu haben, wenn ich so viel weniger Geld habe als du. Ja. Ausdauererhöhung 3 müssen wir unbedingt nehmen. Nee, brauchen wir das? Ja, meine Ausdauerung ist super. Ja, meine Ausdauer ist fast nichts mehr Ausdauer, aber ja, eben. Die nehmen wir einfach mit. Ne, ich spare lieber ein bisschen die Kohle, weil ich habe ja nicht so viel wie du. Ich glaube, das war's dann aber auch, oder? Ja, Bandenfähigkeit. Geringe Zeiterhöhung bis Mitstreiter verbluten. Ah, cool. Saints Verstärkung befindet sich jetzt im Telefonbuch deines Hubs. Sie helfen dir im Kampf. Das ist nicht schlecht. Mitstreiter werden schneller wiederbelebt. Hol dir das mal. Ah ja, da sehe ich gerade. Das mache ich mal. Zack. Habe ich auch gerade mal gemacht. Und dann werde ich jetzt noch für uns Saints Verstärkung. Dann habe ich zwar sehr viel Geld ausgegeben und nur noch läppische 64.000, aber das reicht dann auch. Oh, Gesundheitsupgrade der Leute ist auch gut. Oder Abhärten 2, aber ich muss erstmal Geld sammeln. Vorher bringt das nichts. Ich warte jetzt auch erstmal. Wie viel haben wir denn bekommen währenddessen? Ey, 1.000 Euro immerhin, während dem Shoppen. Geil, und neue Aufgabe haben wir auch bekommen. Na, das ist ja der Hammer. So, ich steige aber erstmal wieder. Das ist nicht der Hammer, ey. Das ist der Superhammer. Ich steige erstmal wieder in eine Simulation ein. Komm, wir machen, tu, was ich dir sage. Wir beseitigen die Sinntruppen, oder? Wir müssen nochmal Läden hacken eigentlich, ja, ne? Ja, wir müssen bald, ja, das können wir vielleicht einfach mal machen. Ein paar Läden hacken, oder? Weil wir haben jetzt die ganze Zeit Aufgaben gemacht, da kann sich ja niemand beschweren. Wir sollten nochmal die Hauptaufgabe weitermachen, da haben wir ein bisschen geschludert. Eigentlich sollten wir schon längst den guten Matt befreien. Wir kriegen einen Sit-Anzug für die nächste Nebenquest. Belohnung Outfit Sit-Anzug, das hört sich doch... Was soll das denn sein? Weiß ich nicht, aber ist bestimmt voll cool. Ja. Die primäre Aufgabe ist null cool, soll ich mal starten? Warte mal, die ist da vorne. Da kannst du, warte, nicht, probier mal, dich bei diesem Leather and Lace Klamottenladen reinzubringen. Okay. Kannst du da... Ach, da jetzt, guck ich mal. Können wir da direkt starten? Nee, leider warte mal, nicht, Bargeld? Ne? Wir können nur in den Portalen raus. Wir müssen das mittlere Portal nehmen, Alter, dafür. Warte. Karte. Ja, ich bin jetzt schon beim anderen Portal. Leather and Lace war am anderen Ende der Stadt irgendwo, ne? Ja, aber da hinten müssen wir hin. Da müssen wir die Sinntruppen beseitigen. Das ist doch die Mission, oder? Ach hier, ja. Leather and Lace. Zack. Na gut, dann düse ich da mal ganz kurz hin. Ja, ich komm auch. Sind ja nur 1,8 Kilometer. Das ist ja... Quasi um die Ecke ist noch der Klamottenladen Let's Pretend. Oh. Bock. Ich laufe hier wieder. Ich renne. Hast rein was zusammen. Wow, schnell mal über die Autobahn geflogen. Boah, ich laufe hier dauernd gegen Wände. Ich muss mal wieder auf eine Straße irgendwo. So, jetzt aber. Kenn ich. Manchmal hat man so einen flüssigen Run und manchmal verkackt man dann wieder. Ja, ist wie auf dem Klo. Ist wie auf dem Klo. Manchmal läuft es einfach flüssig und manchmal hast du Ecken und Kanten überall. Ich will die Details, wollte ich überhaupt nicht hören. So, ich laufe jetzt einfach. Ich schwebe gar nicht. Ich laufe einfach dahin. Ja, das Laufen bringt am meisten. Ich schwebe nur, wenn es sein muss. Genau, weil das Laufen ist aber am schnellsten. So. Ja, hier sind wir im Flughafen. Man hat die Stadt wirklich sehr schnell unter die Lupe genommen mit diesen Fähigkeiten. Ich erinnere mich noch, dass ich bei Saints Row 3 am Flughafen so viel Scheiße gebaut habe. Da habe ich mit Düsenjets gekrallt und alles. Ach, guck mal. Ach, cool. Kann man das hier auch Düsenjets? Ja, geil. Ich sollte vielleicht eine Waffe in die Hand nehmen. Vielleicht mal die coolen Knarren. So zur Abwechslung. Oh, ich bin runtergefallen. Das ist ja nicht so gut. Und ich bin sehr schwer verletzt, lieber Gregor Ong. Ach, du bist das, den ich ja gerade sehe. Ja, ich bin der hier gerade ein bisschen probiert aufzuräumen mit Telekinese und so. Da hinten sehe ich dich gerade. Oh, Leben, gut. Das hole ich mir. Hab ich mir das jetzt automatisch genommen? Irgendwie ist die Pistole gar nicht mal so ohne. Bin ich denn hier reingeraten? Wenn du da einen Headshot verpasst mit... Tut der weh. Der tut nicht gut, der tut weh. Dem Alter, halt deine Fresse, habe ich gesagt. So nicht du, Wonk. Redest nicht mehr plötzlich. Ach, du räumst... Nee, ich dachte, ich habe mich gerade konzentriert, damit ich schnell zu dir komme. Du süßer Fratz. Warum redest du nicht mehr mit mir, Wonk? Hey, Alter, da vorne sind noch ein paar, die wir theoretisch beseitigen können. Oh nee, Virus hochladen wieder. On to the next. Ach, sind hier in dieser Bushaltestelle fest.
Achso, du bist da hinten noch. Ich habe mir natürlich auf Leather and Lace die Position gesetzt, deswegen war meine Zielfindung. Nee, wir müssen hier rüber. Hä, worüber denn? Da rüber hier, wo das ja, Symbol ist halt. Lade den Virus hoch. Oder das Virus. So, genau. Guck hier, bist du bereit? Warte, da bin ich. So, komm jetzt. Wellen müssen wir wieder hier. Die kennst du, die Dickschädel. Oder was jetzt auch immer kommt. Ah nein, jetzt wird's ernst. Was kommt denn jetzt? Warte mal. Ja, so viele Alien-Flieger und hin und her. Probier mal gerade was aus. Gib mir eine Sekunde. Natürlich. Ich muss mal kurz das Telefon. Oh, schön. Eine Fahrzeuglieferung. Boah, das Alter. Aber ich probiere es trotzdem aus. So, okay, ab geht die Post. Viele, ne? Ja. Probier die mal aus der Luft zu holen mit dem Ding hier. Na, Alter. Das geht. Geht sogar verdammt gut. So, jetzt haben wir nämlich das Riesenflugzeug. Die Penner, die kriegen wir da auf die Mütze. So, hast du gerade fliegst du gerade mit dem Flugzeug rum? Ja, das bin ich. Ah, super. Ich probiere gerade die Luftdinger, weil das ist echt ein Problem ohne Flieger. So, die meisten beseitigt. Mit Headshots kriegt man das ganz gut hin bei den Luftdingern. Ja, ich baller auch gerade hier fleißig um mich. Huch. Also, sehr easy jetzt. Das hat super geklappt. Temp hier einfach über diese Positionchen. Ah, da kommen sie wieder. So. Komm schon, jetzt gib den Geist auf. Schön. So will ich da hin. Zack. Und fertig. Ach, da wurde schon. Ja, ich habe die von der Luft. Vom Mimi geholt. Von der Luft geholt. Aus der Luft geholt. So, wo müssen wir jetzt hin? Ey, wer hat mich da gerade abgeschossen? Da sind unten jetzt Viecher. Hat mich jemand von der Himmel geholt. Ja, ja, von da sind Viecher, die schießen hier gerade auf dich. Der zum Beispiel. Der Himmel geholt, ey. Ich hol dir mein Herz vom Himmel. Komm, reite auf meinem Pferd. Nee, jetzt mit seinem eigenen beschissenen Ding hier. Komm schon, geh kaputt. Sehr schön. Ach, die verschaffen dir eine Rüstung, diese Sits. Das sind gar nicht unsere Sits. Ja, ja, klar. Du musst sie zerstören, diese Sits, die kleinen. Das sind keine richtigen. Ja, ja, ich dachte immer, das wären unsere, die irgendwie. Nein, leider nicht. Was bist du denn? I am awesome! Komm da einfach durch. Können wieder daher kommen, hier. Soll die Scheiße, ja? So. Ach, jetzt wollte ich ihn gerade. Da vorne ist noch einer. Irgendwo. Da, hier. Guck mal, der kriegt jetzt mal hier die Hauswand zu spüren. So. Mir reicht's nämlich mit den Aliens. Mit den Aliens. So langsam werde ich wütend. Und wenn ich sauer werde. Dann bin ich sauer. Ja, bin ich. Krieg zu viel. Weg hier mit dem Wagen. So, ich will mal gerne hier hoch, bitte. Mal gucken, was es da so gibt. Vielleicht eine Datensammlung. Oh, tatsächlich. Was soll die Scheiße, Mann? Hä, wieso? Hä, der cacht sich jetzt den? Hä? Komm schon, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein jetzt. Ja, also. Da. So, okay, ja, wie lange brauchen wir denn noch? I can't believe I have to work a double shift. Wie lange brauchen wir denn noch? Und adiosso! Ich weiß nicht, ich bin hier gerade wieder mit anderen Problemen beschäftigt. Hast du eine Anzeige bei dir? Weil ich habe bei mir gar keine Anzeige und ich habe das Gefühl, wir... Oh, diese Chinese ich habe das Gefühl, das wir entfernen uns auch die ganze Zeit von diesem Ort, ja, wo wir das machen müssen. Wir sollen eigentlich die ganze Zeit das System weiter stören. Wir tun es nicht. Wir kämpfen nur wieder normal gegen irgendwelche Vollspasten. Wir müssen jetzt hier das aktivieren, mein Freund. Bist du bereit? So, Koop-Aktivität starten. Oh mein starten. Gott, ich bin voll schwer verletzt. Oh mein Gott. Ach, du Armer, du Armer. Simulate that! Hä? Welche Kugeln sollen wir werfen? Ach, hier. Da liegen so überall Kugeln rum. Ah, okay, verstehe. Mit Telekinese, ne? Genau. Hm. Ein weit gestreutes Blutbad. Habe ich das richtig gelesen? Ah, bam! Ich verstehe. 31er Kombi, ich verstehe. Das wird dann, rollt dann so weiter, ne? Ja, irgendwie schon. Oh, this is therapeutic. Das war schlecht. Ja, ich habe ja auch gerade einen schlechten geworfen. Na komm. Was ist das jetzt hier zur Hölle? Wir sind denn hier keine Leute? Der hat gesessen. Schön. This is how the Saints do things. Naja, das war auch gerade ganz schlecht.
Ich bin auf der Hauptstraße, wir sind einfach keine Leute bei mir gerade. Ich habe gerade gegen einen Polizeiwagen geworfen, das war nicht schlecht. Hier in die Tanke rein. Simulate that! Boah, die Glück gehabt aber nur. Bronze. Scheiße, so, ich hab gerade eine Tankstelle kaputt geschmissen. Ach, da bist du ja. Halt! Komm zurück! Nein, den Polizeiwagen verfehlt. Wie kann das nur passieren? Bleib stehen hier, du Arsch. Nein, du bleibst hier und gehst... Mist, die Karre ist weg. Also auf Autos bringt auf jeden Fall wesentlich mehr. Oh, das war gar nicht mal so schlecht. Was für was habe ich jetzt die Kombi bekommen zur Hölle? Ah, das warst du. Okay, verstehe. Wir rechnen ja zusammen. So. Oh, ah, du kannst doch einfach gegen die laufen. Das scheint es auch zu bringen. Think it's time you surrender. Huch, mein Ball ist weg. Manchmal verschwinden die einfach so. Dann sind die wie von der Erdrolle. Von der Bildfläche verschluckt. Geil. Der hat gesessen. Only thing more relaxing is yeah. Boah, Alter. Mach das doch nicht, wenn ich daneben stehe. Was mach ich denn? Du hast gerade neben mir was gebasht. Ja, ich bin so ein Wahn gerade, Alter. Ich bin in Richtung Gold sind wir unterwegs. Komm, gib Gas. Schaffen's. Vielleicht doch nicht, aber... Muss ich probieren. Yeah! Ja, geil, Mann! Gold! Hahaha! Super! Mein Freund, also im Bashen geht's ab? Yeah, Vandalismus können wir! Vandalismus und Betrug! Das liegt uns! Ja, echt! Unsere Königsdisziplin! Ach du Scheiße, Königsdisziplin! So, ja, ich würde sagen, das war's dann auch mal wieder von dieser Folge. Ich bin ja wieder der Boomer, der die Zeit im Auge hat. Nee, pass auf, wir spulen mal kurz die Zeit zurück. Das war's mal wieder von dieser Folge. Ich bin mal wieder der Buhmann, der jetzt leider die Folge beenden muss, aber eigentlich wollten wir 15 Minuten Folge machen. Wir sind eh dauernd drüber. Immer. Nur drüber. Für die sich beschweren. Ja, dann beschwert sich sowieso, aber immer doppelt drüber. Das ist ja verkappte Dankbarkeit. Einfach diese Beschwerden sind einfach verkappte Dankbarkeit. So rede ich mir das immer schön. Was ist das für eine geile Karre? Warte mal ganz kurz, die will ich haben. Oh. Oh, welche Karre denn? Oh. Ich glaube, die. Komm ich da rein? Machst du? Ich wollte diese... Das ist doch nur der normale Mülllaster von Steve. Ja? Ja. Das sah so cool aus gerade. Den kann ich sogar bestellen und dir geben. Ey, Datensammlung, Alter. Yeah! Geil. Oh ey, so. Darauf den Müllwagen. Was war das? Geil. Wenn du den gerade aktiviert hast, kann ich ihn, glaube ich, auch nochmal aktivieren. Dann explodiert der. Heb mal die Karre hoch gerade. Irgendeine Karre. Warte, nimm mal den hier. Schmeiß mal den Polizist... Achso. Oh ne, jetzt habe ich die Karre. Schmeiß mal den Polizisten gerade weg. Mach mal Kuh auf das Ding hier, auf die Karre. Ne, geht irgendwie nicht. Nee, tut sich nichts. So, warte, ich schmeiß den mal ganz nach oben. Ui. Kann ich den aber fangen, theoretisch, oder? Die Limousinen fliegen tief, es gibt Regen. Boah, ich hätte sie beinahe gefangen. Geil, lass mal kurz einen, das machen wir noch zum Ende der Folge. Ich hab einen Hut für dich. Werf mal zu. Da ist zu schnell. Du musst den so ein bisschen höher im Winkel werfen, okay, sonst glaube ich. Wir müssen ein bisschen weiter auseinander. Warte, komm, wir spielen Tennis. Warte, ich hab ja was. Guck mal. Hast du? Bist du bereit? Ja, werf. Au. Oh, Entschuldigung. Warte, ich probier nochmal. Guck mal. So ach, close. Ich war grad nicht aufgeladen. Oh, das explodiert hinter dir. Warte. Ja. Hier, nimm den mal. Hier, komm warte, zurück. Ich kann grad nicht. Wo kommen die denn alle wieder her? Das mit dem Folgen beenden klappt auf jeden Fall super. Wir sind zuverlässig wie immer. Ach du Scheiße. Komm, lass uns auf das Hausdach mal alle wie der Archie sagen. Whee. Hier, guck mal, hier ist doch schön auf diesem Wasserturm. Da fällt mir irgendwie... Oh Gott, sieh dir bloß nicht die ganzen Datensammlungen an. Sonst kommen wir nie zu Ende. Huch, ich komme da gar nicht hoch. Die Leiter, der klettert ja auch keine Leiter hoch. Nee, der will Leiter nicht. Der ist zum Fliegen geboren. Aber echt. So, dann treffen wir uns mal nächste Folge mit dem guten Zit auf dem Schiff. Da unten geht's auch schon wieder ab. Sie wollen alle auf die Fresse, aber nicht heute mehr, sondern in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss. Ach ja, wieder gibt's jetzt hier, geht's jetzt ab zu Sid, unserem alten Gehilfen und treuen Freund, dem guten Sid, ne? Dem der Gronkh. Der mag den Gronkh. Alter, hör doch auf, du hast den doch in deine Schenkelschere geklemmt. Hör doch auf zu erzählen, dass der, ich bin hingefallen und bin da aus Versehen
mit einem Körperteil reingefallen, als ich unglücklich gestolpert bin. Ich hab's gesehen. Es war wirklich tragisch. Ich hab gesehen, wie du das genossen hast, mein Freund. Überhaupt nicht. Ich war erschüttert. Nächste Folge bin ich auf jeden Fall dafür, dass du es nochmal zeigst, deinen Zuschauern. Nein. Du notgeiles Stückchen.